Da wird schon richtig viel Zeugs von mir sabotiert, damit ich den Livestream bzw. die Aufnahme nicht mache. Ihr könnt das sonst schneller abspielen, weil das ist relativ lang. Aber ich finde das den Typen nicht so ein super-duper Mensch. Herzlich willkommen zu dem Vortrag über Spiegelgesetz. Erkenne dich selbst in den Spiegeln deines Lebens. Viele Menschen haben bereits von den sogenannten Spiegelgesetzen gehört. Einige haben sich für ihre Wahrheit und ihre Möglichkeit geöffnet. Dort jedoch nur sehr wenige Menschen haben bisher A, ihre grundlegende Aussage begriffen und B, begonnen, sie segensreich und befreiend auf ihr eigenes persönliches Leben anzuwenden. Die Erkenntnis und die Anwendung des Spiegelgesetzes bedeutet einen entscheidenden Durchbruch im Leben eines Menschen in die Freiheit. Ja, sie markieren den Beginn eines völlig neuen Lebens in diesem Leben. Sie können die Wehen einleiten für die zweite Geburt des Menschen. Freiheit, Heilsversprechen. Die Geburt hinein in ein erstmals menschenwürdiges Leben voller Selbstverantwortung. Menschenwürdiges Leben, Heilsversprechen, Selbstbestimmung, Frieden und Freiheit. Ich lasse Sie einzig Frieden und Freiheit, Heilsversprechen, diesen Vortrag inspirieren und motivieren zu lassen, Ihr gesamtes bisheriges Leben und Ihre aktuellen Beziehungen und Themen mit den Erkenntnissen des Spiegelgesetzes anzuschauen und zu untersuchen. Mit Hilfe der Spiegelgesetze lesen Sie das Buch Ihres Lebens neu und dann Spiegelgesetze erwähnt er bis ganz hinten am Video nicht, was das eigentlich ist. Finde ich auch so eher suboptimal. Ein wissenschaftliches Paper hat ein Abstract, wo in dem, im ersten Abschnitt schon mal grundsätzlich drinsteht, worum es geht. Sie schreiben es neu. In der von mir entwickelten Transformationstherapie... Sie schreiben, du bist selber, etc. Heilsversprechen. ...in der ich auch jährlich 40 bis 50 Menschen ausbilde, habe ich die Erkenntnisse der Spiegelgesetze integriert. Wer ein guter Therapeut oder zum Beispiel Heilpraktiker sein will, der darf es sich zur Aufgabe stellen, ein Meister im Erkennen von Spiegeln zu werden und in ihrer Nutzung für sein eigenes Leben wie für seine Arbeit mit den Menschen. Ich behaupte, die überwiegende Mehrzahl der Menschen steht, ohne jemanden auf den Fuß treten zu wollen, im Nebel. Das heißt, die Menschen sind sich nicht im Klaren, warum dies oder jenes in ihrem Leben geschah und geschieht. Wenn sie gefragt werden oder sich selbst nach den Ursachen von Ereignissen oder Zuständen fragen, dann begnügen sie sich mit Antworten wie zum Beispiel, das Leben ist halt so, da kann man nichts machen, ich habe halt Pech gehabt, ich hatte eben keine glückliche Kindheit, da bin ich an den Falschen geraten, an den falschen Partner, an den falschen Chef, an die falschen Eltern geraten. Oder da konnte ich wirklich gar nichts für. Es gibt halt gute Menschen und böse Menschen, die heutige Zeit ist halt nicht mehr so gut wie früher, ja früher war alles besser, größte Menschen aller Zeiten. In diesem Wirtschaftssystem kann ich mir jeder, wie er will. Oder bei diesen Politikern kann man doch nur verzweifeln, wenn meine Eltern mich endlich in Ruhe lassen würden, wir haben da ein Problemkind, wenn sie Ärger haben mit ihrem Kind, oder der hohe Blutdruck oder die Krankheit, die Depression, ja, das ist Vererbung. Das heißt, die Grundaussage lautet oft, ich habe keine Wahl. Andere waren oder sind schuld an meinem heutigen Schicksal. Ich war das Opfer der Umstände oder der Menschen. Andere waren die Verursacher, die Täter, die Schuldigen. Ich habe, hatte keine Macht. Diese, nämlich die Macht, liegt bei anderen. So denkt es in den meisten Köpfen von Menschen, die nicht glücklich sind. Ich möchte diesen Vortrag zu... Und die Macht liegt in den Händen anderer Menschen. Das ist wieder ein Heilsversprechen. Ja, sei jetzt nicht mehr Sklave, sei nicht mehr fremdbestimmt. Zwei Dinge auffordern. Erstens, dazu sich ihre bisherigen Gedanken zu allen unangenehmen, stressvollen, leidvollen und negativen Zuständen und Ereignissen in ihrem Leben neugierig und forschend anzuschauen und systematisch zu untersuchen. Und zweitens, zu dem Mut, ihre Gedanken und ihr gesamtes Weltbild in Frage zu stellen und sich für eine andere Wahrheit zu öffnen, als für die, an die sie bisher geglaubt haben. Denn jeder, der in irgendeiner Form von Leiden steckt, steckt gleichzeitig immer in einer Menge unwahrer Gedanken. Er glaubt Unwahres und Unwahres zu glauben führt zu Leidenszuständen. Ja, du bist selber schuld, du glaubst Unwahres und schaust den Mist an, statt dass du wissenschaftliche Quellen liest, wo da im Abstract am Anfang schon drinstehen würde, worum es geht. Selbst wenn sie wirklich verstanden und angewandt werden, sind in der Lage, ihre gesamte Welt und damit ihr Leben vom Kopf auf die Füße zu stellen. Bisher behaupte ich, leben die meisten Menschen in einer selbst erschaffenen Hölle. Die Spiegelgesetze laden sie ein, diese in Kürze hinter sich zu lassen und das Himmelreich auf Erden zu betreten. Das heißt, willkommen im Paradies. Die Spiegelgesetze sind übrigens keine neuzeitliche Erfindung. Willkommen im Paradies, Heilsversprechen. Findung oder Erkenntnis. Ihre Erkenntnis geht zurück auf einen Mann namens Hermes Trismegistos. Der vor ca. 3000 Jahren in Ägypten lebte. Sein Namenszusatz Trismegistus bedeutet der dreimal groß und auf ihn wird auch die Erkenntnis der Sternkunde sowie Alchemie zurückgeführt. Auch die gesamte Astrologie also beruht auf den Erkenntnissen der Spiegelgesetze und ist eine Ableitung von ihnen. In Deutschland ist es besonders das Verdienst von Esoterik. Vorwald Detlefsen gewesen, die Erkenntnisse der, wie man sie nennt, hermetischen Philosophie wiederbelebt und besonders in seinem Buch Schicksal der Chance allgemeinverständlich einem großen Publikum zugänglich gemacht zu haben. Vorwald Detlefsen gebührt großer Dank für seine Arbeit, die nach dem Zweiten Weltkrieg den ersten großen Anstoß für die spirituelle Entwicklung in Deutschland gegeben haben dürfte. Den allergrößten Anstoß für ein neues Denken und Handeln im Sinne der Spiegelgesetze und für ein Verstehen unseres bisherigen Schicksals hat allerdings im letzten Jahrhundert der indische Lehrer Osho gegeben, von dem es mehrere hundert Bücher gibt, sämtliche genaue Abschriften und Übersetzungen seiner täglichen Unterweisungen aber sein. Acht verspottet, verachtet und bekämpft. Die Regierenden wie die Kirchenfürsten hatten den allergrößten Schisten vor ihm und seinem Einfluss möchte auch Osho an dieser. Wenn wir uns unsere sichtbare, anfassbare Welt der Materie hier auf der Erde anschauen, wenn wir sehen, wie vielen Dingen wir Menschen uns umgeben haben, unseren Häusern, Autos, Flugzeugen, Handys, Fernsehern, Computern, in hundert kleinen Geräten im Haushalt, dann könnte man in Staunen geraten, würde man gerade frisch auf der Erde abgesetzt und könnte all dies mit neugierigen Augen betrachten. Unser Leben steckt voller materieller Dinge, an die wir uns gut und gerne gewöhnt haben, die wir als normal betrachten, ebenso wie unseren materiellen, anfassbaren Körper. Die meisten von uns haben sich so sehr an diese Welt der sichtbaren und anfassbaren Formen gewöhnt, dass wir ihnen die zentrale Bedeutung in unserem Leben eingeräumt haben. Wir stehen morgens auf, um arbeiten zu gehen und in erster Linie unseren materiellen Wohlstand zu erhalten und zu mehren. Der neueste Computer, das nächste Handy, das neue Automodell, die schickeren Klamotten, die neuesten LCD-Bildschirme und so weiter. Wir leben, um Materie zu haben und zu genießen. Den materiellen Wohlstand haben wir zum Gott gemacht in unserem Leben. Hierfür strengen wir uns an und legen uns krumm. Wir beneiden die Reichen und Berühmten dieser Welt und träumen davon auch reich zu sein. Die Magazine und Zeitschriften, die von prominenten Reichen und adligen Berichten verzeichnen, in den letzten Jahren immer noch satte Zuwachsraten, während die Magazine mit Informationscharakter kontinuierlich an Lesern verlieren. Wir haben uns hier im Westen mittlerweile so sehr in dieser materiellen Welt verloren, dass wir sie für das Wesentliche und Entscheidende deutend halten nach dem Motto, wenn ich habe, dann bin ich. Wenn ich viel habe, bin ich viel. Wer wenig hat, der ist nichts. Der normale Mensch im Westen lebt, um zu haben und das Haben zu mehren und wenn er Glück hat, ist ein wenig zu genießen. Er definiert sich über das, was er hat und nicht über das, was er von Natur aus ist. Die Welt des Menschen steht daher Kopf. Er hält das Sichtbare und Anfassbare für das Wesentliche, das Materielle und auch seinen Körper. Dies jedoch hat in Wirklichkeit keine grundlegende Bedeutung. Denn alles
Alles, was Sie sehen, was Sie anfassen können, ist die Folge und Manifestation von Geist. Alles ist aus dem Geiste geboren. Sie stehen vor Ihrem nagelneuen schönen Auto und sind begeistert. Ich will Ihnen diese Begeisterung nicht nehmen. Ich fahre selbst mit großer Freude ein großartiges Auto. Aber dieses Auto wird einmal Staub sein. Genau wie Ihr physischer Körper Staub sein wird, so Ihr Haus und alles, was Sie inzwischen gesammelt haben. Das Materielle hat keinen dauerhaften Bestand, weder Ihr Auto noch der Mount Everest. Beides wird als mit irdischen Augen sichtbare und mit menschlichen Händen anfassbare Materie vergehen. Aber alles im Geist hat Bestand. Zum Beispiel Sie selbst, das heißt Ihre wahre Geistnatur. Das, was Ihnen wirklich sind und auch der Mount Everest und Ihr Fahrrad werden auf einer geistigen Ebene immer bestehen bleiben. Alles auf dieser Erde. Also dann sagt er auch, Dinge haben sehr generalisiert. Man braucht nichts. Viel besser wäre die Frage, okay, wie kriege ich für 500 Euro ein gutes Cyber-Defense-System, Informatik-System hin? Und das lenkt auch ab, dass die alten Leute schon Zugriff und auf Überwachungsinfrastruktur der Kinder hat. Dann kann man da auch Sprüche wie unten so oben, so bla bla, rhetorische Automatismen, dass man dann wie viele Liebe schenke ich mir jeden Tag, Klagen, Foodculture, Sexualitätsdispositiv wäre da die Frage, dass er schon nicht so direkt sagt, aber dann kommt weiter hinter Missbrauch und Pädophilie-Geschichte, der macht da, das ist glaube ich das Marketingkonzept einer Spur, man pflanzt einen ersten Gedanken und trägt dann den weiter oder man verkauft ein Produkt und verkauft dann Komplementärprodukte dazu. Also der will halt möglichst viele Kunden, dann hat der auch so Wörter eingefügt, rachsüchtig, stolz, zu dick, zu dünn, möglichst das Kundensegment groß halten, das wäre, dann benutzt er schon Z-Theorie A14-Karte. Also so ein bisschen randomized. Mobber und Mobber sind Spiegel. Nicht mehr gemobbt zu werden, wieder ein Heilsversprechen, um Menschen mit tiefem Selbstwert anzulocken. Es ist eine Stunde, das Video, da mache ich nicht so lang. Wenn die Mutter mal in das Haus der Tochter geht, ich denke, die Mütter haben immer auch Zugriff auf Raumüberwachung der Kinder, vielleicht nicht am Bildschirm, aber sonst irgendwie. Und das würde dann die Überwachung verschleiern und die Überwachung erwirkt die Akzeptanz, die globale Akzeptanz mit dem, dass man auf Kinder Zugriff hat oder hätte, beziehungsweise wenn man irgendwie zu einem Kleinkind aus der Verwandtschaft reingeklickt wird im Geiste, dann kann man das ablehnen und spätestens, wenn das System dann die Ablehnung, das Kind zu stark nicht akzeptiert, hätten wir dann ein kleines Problem mit dem System. Weil wenn man es ablehnt und das System dann trotzdem weiterfährt, könnten sie einem den Stalker des Kindes nicht anhängen. Und dann ab 30 Minuten kommt Missbrauch, 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 etwa für 20 oder 30 Minuten in dem Video. Die Frau lehnt ihre sexuell bla bla bla. Ab da kriegt der Herr Go Fuck Yourself von mir. Und dann am Schluss, das hören wir vielleicht noch rasch, ja, wieder Heilsversprechen, ja, du bist kein Patient, du bist ein Arzt und Therapeut, wenn du die Ausbildung fertig hast. Ja? Bis Ihre nächsten 10 Jahre bestehen, oh. Denkt ihr, dass die Dinge euch per Zufall widerfahren? So etwas wie Zufall oder Zufälligkeit gibt es nicht in diesem Königreich und niemand ist ein sogenanntes Opfer des Willens oder der Pläne eines anderen. Alles, was euch widerfährt, habt ihr in euer Leben hineingedacht oder gefühlt. Ihr habt es entweder herbeifantasiert durch die Was-wäre-wenns oder in Form von Ängsten. Ihr habt es herbeifantasiert. Ja, du bist an allem selber schuld und die Eltern sind natürlich nicht schuld und die Chefs, die junge Mitarbeiter anstellen, um sie als Sündenböcke zu brauchen, sind nicht schuld. Ist Zynismus. Oder jemand anderer hat euch gesagt, dass er das so und nicht anders wäre und ihr habt es als Wahrheit akzeptiert. Alles, was geschieht, geschieht als ein absichtlicher Akt, festgelegt durch Gedanke und Emotion. Alles. Jeder Gedanke, den ihr je umfasst habt, jede Fantasie, die euch hier zu fühlen erlaubt habt, all die Worte, die ihr gesprochen habt, haben sich alle ereignet oder warten darauf, sich zu ereignen, denn der Gedanke ist der wirkliche Lebensspender, der niemals stirbt, der niemals zerstört werden kann und ihr habt euch seiner bedient, um jeden Augenblick eures Lebens zu erschaffen, denn er ist euer Bindeglied zu dem Geist Gottes. Ich lade sie ein,
Machen Sie sich bewusst, was es Ihnen denkt, was es Ihnen fühlt. Und übernehmen Sie die Verantwortung für das, was es da tut. Und überprüfen Sie, will ich so weiter denken, fühlen, will ich so weiter sprechen. Jedes Wort, das Sie in die Welt schicken, kommt zu Ihnen zurück. Es ist wie ein Bumerang. Jeder Gedanke, den Sie in die Welt schicken, kommt zu Ihnen zurück. Schicken Sie Gedanken des Unfriedens rein, kommt Unfrieden zurück. Schicken Sie Gedanken der Verurteilung raus, kommt Verurteilung zurück. Das haut Sie richtig auf die Wange. Dann zurück schicken. Spiegeln, das ist auch... der Titel heißt Spiegeln. Man kann gut und schlecht spielen. Alles gleich zurückgeben. Problem dann, wenn Leute berechtigte Kritik üben, würde man sich nicht verbessern. Berechtigte Kritik, auch bei mir, induziert eine kognitive Dissonanz, macht mich aggressiv, aber da muss ich vielleicht mein eigenes Weltbild anpassen. Dann auf Drogen oder Psychopharmaka einfach alles spiegeln, in der Gruppe spiegeln, würde heißen, da ist noch irgendwelche Überwachungsdaten dabei, da wäre man ein geschützter NPC des globalen Überwachungsalbtraums. Dann Spiegelneuronen kann man auch fürs Gute machen. Man kann, wenn man positiv Einfluss auf einen Menschen nehmen möchte, der grinst hier, kann man auch wieder für gut und schlecht brauchen, den Menschen dazu bringen, mehr hinzuhören, wenn man seine Bewegungen spiegelt. Das kann man auch wieder für das Gute oder für das Schlechte brauchen oder auch für Kinder. So, ich bin dann mal raus, sonst wird das Video zu lang.